Smalltalk nach dem Spiel der Alemannia gegen Borussia Dortmund 2. Ich begrüße bei mir Daniel Engelbrecht und zum ersten Mal, glaube ich, Pierre Kleinheider, der ja noch nicht so lange bei uns ist, den wir deshalb an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich auch bei der Alemannia begrüßen. Der Daniel war ja schon. Vielen Dank. Daniel zählt ja schon als Alt-Alemanne, er kennt alles um uns am Tivoli. Aber darüber wollen wir heute nicht reden. Heute reden wir über das Spiel. Das Spiel hatte zwei, wie ich finde, grundverschiedene Halbzeiten. Und ich glaube, die beiden Besten, die darüber heute erzählen können, sind der hinterste Mann, der Torhüter, und der Mann in der vorderen Spitze, der Daniel. Pierre, wie hat es aus deiner Sicht heute angefangen in der ersten Halbzeit? Sehr verhalten, wenn man das einmal so ausdrücken darf. Ich habe es öfter gesehen, dass du versucht hast, deine Jungs zu pushen, aber es lief dann bis zur Halbzeit nicht so viel zusammen, wie ihr euch das vorgestellt hattet. Ja, ich glaube, dass Dortmund einfach durch eine komische Situation, sagen wir mal so, in Führung gegangen ist. Danach haben die halt auch sich ein bisschen zurückgezogen. Das tut denen natürlich gut. Ihre Spielweise ist, konnte auszunutzen. Wenn man das cleverer spielen, dann geht es nur 0 in die Halbzeit. Aber nichtsdestotrotz sind wir dann, glaube ich, nach der Halbzeit wollten wir das ganze Feld nach vorne schieben, Druck machen und auf den Ausgleich spielen. Das ist uns leider nicht gelungen. Der Trainer hat es gesagt, es war auch in der ersten Halbzeit, wie der Dortmunder Trainer erklärte, ein Spiel, was man eigentlich nicht so erwartet hatte. Hattet ihr eine andere Mannschaft erwartet oder war das so, wie ihr euch das vorgestellt hattet? Ja, also ich kenne ja Dortmund noch aus der dritten Liga. Da haben sie immer einen guten Fußball gespielt, waren immer gefährlich. Natürlich hat man erwartet, dass sie sich vielleicht ein bisschen passiver nach hinten orientieren. Aber sie haben auch natürlich ihre eigene Offensive gesucht. Ich war nicht überrascht, muss ich sagen. Okay, Daniel, in vorderster Front heute in der ersten Halbzeit nicht so viel in der Aktion. Zum Schluss wurde es dann immer prekärer, aber das Tor war final. Du hast alles versucht, aber hat nicht hingehauen. Woran hat es dann aus deiner Sicht gelegen? Ja, ich denke, in die erste Halbzeit haben wir halt komplett verpennt, konnten unser Spiel nicht aufziehen und konnten nicht das durchbringen, was wir wollten. Wir waren gut darauf vorbereitet, wir wussten genau, wie Dortmund spielen wird, wussten, dass sie sehr konterstark sind und haben es trotzdem immer zugelassen und sie zur Chance kommen lassen und haben es schlecht unterbunden, haben unser Spiel nicht durchgebracht, haben wenig Chancen in der ersten Halbzeit herausgespielt und ja, in der zweiten Halbzeit sind wir immer wieder angerannt, vor allem zum Schluss, aber es hat leider nicht mit dem Tor geklappt. Lag es an der fehlenden Unterstützung aus dem Mittelfeld oder lag es am gesamten Spiel, so wie es heute gelaufen ist? Nee, also es lag jetzt nicht an der fehlenden Unterstützung im Mittelfeld. Ich denke, die ganze Mannschaft trägt da ihren Teil zu bei. Fängt hinten an, geht bis vorne. Und in den Testspielen haben wir immer gezeigt, wie gut wir zusammenspielen können. Und jetzt leider heute und beim letzten Spiel in Oberhausen fand ich auch, dass wir viele Chancen nicht gut bis zum Schluss ausgespielt haben, dass wir das Spiel schon hätten früher für uns entscheiden können oder heute vielleicht den Ausgleich hätten machen können. Daran müssen wir unbedingt arbeiten, dass wir das auch in dieses Spiel umsetzen können. Dazu kam, dass der Gegenpart von Pierre, der Dortmunder Torhüter, auch heute zumindest in den Phasen bewiesen hat, was für ein guter Kipper ist. Verzweifelt man da ein bisschen? Ja, jeder Torwart hat mal einen guten Tag, jeder hat auch mal einen schlechten Tag und den einen oder anderen hat er ganz gut rausgefischt. Das wird ihm auch nicht immer passieren, aber gut, irgendwann werden wir dann auch wieder das Glück haben und das Tor treffen und dann wird das Spiel wieder zu unserem Glück entschieden. Pierre hat auch in der letzten Viertelstunde einige Situationen erlebt, die er dann bravourös gemeistert hat. Merkst du jetzt, dass du in einen Spielrhythmus kommt, der dir ja sicher ist. Bei jedem so, wenn er nicht oft spielt, der dir sicher am Anfang gefehlt hat. Und dass es bei dir immer besser wird. Also von außen sieht es zumindest so aus. Wie ist das Gefühl bei dir? Ja, mein Gefühl wird natürlich immer besser. Je mehr Spiele ich mache, je mehr Vertrauen kriegt man auch in sich selbst. Und dass es am Ende vielleicht gut klappt, dafür stehe ich hinten drin. Ich muss halt auch manchmal die Jungs aufmuntern. Manchmal muss ich halt auch mal einen Ball halten. Ja, okay, so war's. Ja. Dabei wollen wir es bewenden lassen. Eine Heimniederlage ist immer so ein bisschen schwierig, dann darüber zu reden. Aber ich denke, wir sollten am Ende vielleicht mal daran denken, jemandem Glück zu wünschen. Das ist der Dortmunder Spieler, der sich, wie wir ja eben auch in der Pressekonferenz gehört haben, sehr, sehr schwer verletzt hat. Deshalb von dieser Stelle, ich glaube auch im Namen der beiden Jungs, die hier sitzen, dem Spieler alles Gute. Und wir hoffen darauf, dass es diese Woche dann
einigermaßen besser klappt. Und am nächsten Samstag sehen wir uns wieder am Tivoli am Heimspiel gegen die zwei Vertreter des 1. FC Köln. Euch beiden alles Gute, gute Trainingswoche und vielen Dank, dass ihr hier wart. Dankeschön.